So, hallo zusammen, hier ist wieder euer Spartakus und wir spielen heute nicht und wir gucken auch nicht nach vorne auf ein Preview, den habe ich euch ja schon gezeigt vom Space Quarken. Nein, wir gucken jetzt auf ein kleines Review, denn ich habe ein komplettes Abenteuer einmal durchgespielt mit Space Quarken und das möchte ich heute euch erzählen, wie es war, wie meine Eindrücke nach diesem vergleichsweise kurzen Erlebnis waren, denn meine Leute sind leider alle unterwegs irgendwo ums Leben gekommen. Das konnte ich nicht verhindern. Was ist Space Quarken? Ich habe euch ein Preview gezeigt, verlinke ich euch oben. Nochmal kurz für die, die das noch nicht gesehen haben oder die jetzt nicht direkt hinblättern, hinlinken wollten. Es ist ein Science-Fiction-Dungeon-Crawler, ein Choose-Your-Own-Adventure, Choose-Your-Own-Flight-System, Rollenspiel ähnlich wie damals DSA, Dungeons & Dragons, Traveller. Dann aber auch wieder mit Anleihen aus den Abenteuerspielbüchern aus den 80ern von Steve Jackson, Ian Livingston, so die Ecke. Science-Fiction-mäßig, wir jagen einem Kraken hinterher, der etwas groß geworden ist und die Erde verwüstet hat und wir müssen hinterher. Das ist so die Background-Story. Wir fliegen los, entweder als eine von sechs möglichen Konstellationen, als Siedler, als Nerds, als Militärcrew, als entflohene Sträflinge, als ultrareicher Solist oder eben als wilde Gang, die noch am Schluss als letzte die Erde verlassen hat. Ich habe mich jetzt heute mal entschieden gehabt für die Military Crew und habe das angefangen. Dann gibt es die Wahl, vier verschiedene Handlungsstränge, die man sich erstmal, oder man hat ja vier verschiedene und das viermal. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, vier Handlungsstränge auszuwählen, die ich parallel durchlaufe. Und unter jeder dieser vier Möglichkeiten habe ich eben eine Auswahl von vieren derzeit. Soll zum fertigen Spiel noch mehr werden. Das ist ein Prototyp. Auch das, was ihr alles seht, das Material ist alles Prototyp, der mir von Markus Geiger, 3D Art Labs, kostenfrei zur Verfügung gestellt wurde. Vielen Dank, Markus, dafür. Hat mir sehr viel Spaß gemacht bisher. Habe ich auch im Preview alles noch erläutert. Ich habe mit Markus auch einiges an E-Mails ausgetauscht, hatte ein paar Fragen, die er mir auch sehr ausführlich beantwortet hat. Auch dafür vielen Dank. Eines der Hauptelemente von Space Quarken ist hier der Cryptid Game Master, mit dem man die Handlungsstränge durchläuft, die dann hier in den Events auf den Folgeseiten beschrieben sind, die einzelnen Elemente der Handlungen in diesen vier Strängen. Und in diesen vier Handlungssträngen, da bin ich auch im Preview drauf eingegangen, werden teilweise Werte notiert pro Handlungsstrang oder auch übergreifend, die dann in anderen Handlungsereignissen eventuell auch wieder eine Rolle spielen. So dass man also auch da eine Art Speicher hat. Letztlich im Prinzip wie ein Computerprogramm durchläuft man diese Handlungsstränge, hat dann aber auch Wahlmöglichkeiten, hat dann Verzweigungen und kann dann entsprechend auch teilweise abhängig von den Werten, die man schon gespeichert hat, diverse Dinge durchleben oder auch sich entscheiden, etwas nicht zu tun. Das habe ich gemacht. Dann hat man hier, wenn man einen Raumflug macht und einen Raumkampf gegebenenfalls auch hinter sich gebracht hat, hat man hier die Möglichkeit, eine Location zu entdecken. Und das erwürfelt man sich dann hier. Das ist etwas, was sich auch in allen Abenteuerspielbüchern und Rollenspielen durchzieht, das Würfeln. Sechsseitige Würfel sind empfehlenswert und einen 20-seitigen, den braucht ihr auf jeden Fall auch. Es gibt jetzt in der Kickstarter-Kampagne, das habe ich vergessen zu erwähnen, das Spiel ist live auf Kickstarter, jetzt wo ich die Aufnahme drehe. Und zwar ist es am 25. Mai 2021 live gegangen. Aber wir sind jetzt am 29. Mai. Ich hoffe, ich kriege das heute Abend noch online gestellt, das Video. Ansonsten wird es morgen der 30. Und dann könnt ihr immer noch reingucken, denn die Kampagne läuft noch, ich glaube, noch irgendwie 20 Tage, 19 Tage, 19 Tage noch. Und sie hat jetzt im Moment knapp 60.000 erreicht von 10.000, die man haben wollte. Also Markus ist da jetzt im Prinzip so was wie sechsfach überzeichnet. Das heißt, es sind etwas über 1.000 Unterstützer dabei. Finde ich sehr, sehr toll, denn das ist für Markus, ich glaube, sein bisher größtes Projekt. Und es läuft sehr, sehr gut. In den ersten Stunden ist es schon finanziert gewesen und auch schon, ich glaube, drei- oder vierfach überzeichnet gewesen. Jetzt sind es schon sechsfach. Und in den nächsten 19 Tagen ergibt sich da noch hoffentlich einiges. Wir gucken auch gleich nochmal auf die Stretch Goals der Kampagne. Aber ich gehe erst nochmal ins Spiel ein. Und zwar ganz grob zusammengefasst, im Preview gab es schon etwas mehr dazu. Rundenablauf, man durchläuft vier
vier Handlungsstränge, vier Geschichtsteile, vier Elemente, vier Linien, die dann teilweise auch mittendrin aufhören können. Auch das ist mir passiert. Dann entscheidet man sich für einen Raumflug. Es kann dann sein, dass man zu einem Raumkampf kommt. Auch den habe ich mal erlebt. Den wickelt man dann auf dieser Seite ab. Die Regeln dafür stehen direkt daneben. Und sobald man den überstanden hat, geht es weiter, dass man eine Map entdeckt und die sich erwürfelt. Und da ist das Würfeln dann eben Pflicht. Und wenn man diese Map dann aufgebaut hat, also sprich generiert hat, dann geht es eben auch rein in die ersten Level. Und je nachdem, was man für einen Typ generiert hat, ob es eine Space Station war, ob es eine Oberfläche war von irgendeinem Planeten, ob es einem Dungeon war in dem Planeten drin, ob es eine Minenstation war, irgendwo im Weltraum irgendetwas, was da rumschwebt, was man findet, verlassene Ladung, verlassene Raumschiffe, Asteroiden oder sowas, irgendwas in den inneren Planeten, wo der Kraken residiert, den man jagt. Das ist aber eher was für die höheren Level, wenn man etwas mehr Erfahrung hat. Das sind Dinge, die man dann in diesen Dungeons durchlebt. Diese Dungeons hier, die Grafik sieht ein bisschen pixelartmäßig aus, ist dafür aber auch sehr, sehr hilfreich, wenn es darum geht, genau zu erkennen, welcher Eingang ist, wo ist was, was für Dinge, Objekte, Feinde sind da, was für Typen von Fallen oder Hindernissen sind da und wo sind genau welche Grenzen. Denn es geht auch um die Frage, ist Atmosphäre da oder ist keine da? Oder wenn ja, welche Konstitution hat diese Atmosphäre? Denn das ist etwas, was auch eine Rolle spielt im Adventure. Und wenn man dann so ein Dungeon, so ein Level, so eine Map angefangen hat zu durchlaufen, kann man einen Level nach dem anderen clearen und sich auch entscheiden, entweder zurück zu teleportieren oder weiterzumachen bis zum bitteren Ende. Und auch das ist mir passiert. Jetzt komme ich mal zu der ganz groben Geschichte, die ich durchlebt habe, als ich gespielt habe. Ich habe mit einer Militärcrew angefangen, aus zunächst drei Frauen. Wo haben wir sie? Dum, 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 dum. 1, 2 und 3. Mit denen bin ich gestartet. Die hatten dann das Raumschiff mit einer Hülle, einem Shield, einer Teleporting-Station und einem Laser. Und die drei sind dann los, sind ausgerüstet gewesen, auch relativ ordentlich, aber eben alle Level 1. Dann ist im Rahmen einer Handlung ist eine Person entführt worden und konnte dann zurückerobert, wieder befreit werden. Hatte dann aber nur noch einen Lebenspunkt. Dann habe ich mich entschieden, für die nächste Location diese Person auf dem Raumschiff zu lassen, damit sie das Raumschiff erweitert und etwas kauft und die anderen beiden ins Dungeon zu schicken. Da sind sie dann unglücklicherweise gegen eine Reihe von Beasts, die zeige ich euch. Na, ich glaube, ich hatte so eine Ice Flake, einen Elemental und einen DDII oder DD römisch 2. So ein Tentakelwesen. Die drei hatten wir gleichzeitig als Gegner mit zwei Kämpferinnen. Und das hat dann einfach nicht mehr funktioniert. Die hatten Level 2, 3 und 4 und meine Kämpferinnen hatten beide noch Level 1. Und da sind sie dann leider ums Leben gekommen. Da habe ich sie verloren. Und die zurückgebliebene Person musste sich dann alleine in die nächsten Teile der Geschichte wagen. Das hat tatsächlich dann nicht lange gedauert. Dann ist sie einem Troll begegnet, einem netten Troll, einem freundlichen Troll, der sich ihr angeschlossen hat und schwupp und sich sogar noch in sie verliebt hat. Und schwupp waren die beiden ein Paar und sind unterwegs gewesen. Als Troll hat er durch die Beziehung auch noch an Stärke gewonnen. Er hat dann bei einem Händler auch ein relativ mächtiges Schwert erstehen können. Und damit sind die beiden weitergezogen, sind dann aber letztlich in einem Dungeon ums Leben gekommen, wo ein Gegner wartete, der doch deutlich zu kräftig war. Sie waren zwar beide schon Level 3 und 4, es hat aber nicht gereicht, den Level 4 Gegner, den ich dann hatte. Das war, glaube ich, ein Grey. Wo haben wir den? Ah, das ist schon ein bisschen Würfelei. Ja, er war es, da seht ihr es. Der hatte zwar auch nur noch ein Leben zum Schluss, aber er hat es dann in seinem Zug geschafft, in seiner Runde, die beiden auch zu erledigen. Und die sind nicht mehr zurück aufs Raumschiff gekommen und damit war das Spiel für mich vorbei. Und dann habe ich mich entschlossen, drehe ich direkt diesen kleinen Zwischeneindruck oder Ersteindruck von einer kompletten
Runde, einer kompletten Partie, die ich jetzt durchgespielt habe. In der Kampagne selbst ist angegeben Spielzeit 45 Minuten. Ich weiß nicht, wo Markus diese Zahl her hat. Ich selbst habe jetzt heute ein paar Stunden dran gesessen, habe natürlich auch ein paar Runden gespielt, das seht ihr hier oben. Also das sind schon ein paar Etappen, die man gespielt hat. Mindestens mal 1, 2, 3, 4 Runden habe ich gespielt, 4 komplette Runden mit Location Generation, mit Dungeon Crawling, mit Events und so weiter und so fort. Das hat also schon eine Weile gedauert und für diese 4 Runden habe ich glaube, ich habe am Dienstag den ersten Anfang gemacht, in die ersten so 1,5 Runden und den Rest habe ich heute gespielt und wir haben jetzt nachmittags um 4 und das hat also schon ein paar Stunden gedauert. Sagen wir mal eine Stunde, anderthalb pro Runde, weil, und jetzt kommen wir, wir fangen erstmal mit den Vorteilen des ganzen Spiels an. Was mich extrem begeistert, ist immer noch das Artwork. Ihr seht es hier, auf der Kampagne seht ihr auch noch deutlich mehr Bilder, die alle aus den Prototypen stammen, diese Bilder. Alles, was ihr dort auf der Kampagnenseite seht, ist also auch hier im Prototypen mit enthalten gewesen. Hier nochmal die Biester von Level 5 und 6 aufgezeigt. Vielleicht zoomt ihr da mal rein, macht einen Screenshot davon. Also das ist schon ein tolles Artwork, das ist richtig klasse. Auch die Ringheftung und das stabile Papier sind toll, weil man muss doch eine Weile blättern. Gerade am Anfang, wenn man sehr viele Regeldetails nachschlagen muss. Ansonsten hat man die Gegner auf der linken Seite, wenn man einen Raumkampf oder einen Detailkampf, einen Bodenkampf macht. Man hat hier seine CGM, seine Handlungsstränge mit den verflochtenen Variablen. Man hat hier seine Location Maps. Dann hat man rechts die Crew und das Raumschiff, was man hat. Und gegebenenfalls auf der rechten Seite den Raumkampf. Und diese Fold-Out-Lösung, dass man die Blätter rausfalten kann, rausklappen kann, das ist toll. Das ist wirklich toll, denn das sorgt dafür, dass man ein bisschen weniger blättern muss, als man es vielleicht im Rollenspielbuch tun müsste. Ich glaube, ich hatte euch gezeigt im Preview hier den Traveler. Das sind 130 Seiten Regeln mit vielen Details zu Waffen, zu Ausrüstung. Und auch hier seht ihr den Tabellenteil, dass man alles würfeln muss. Also da ist jetzt nichts irgendwie überraschend dabei, dass man jetzt hier auch würfeln muss. Man muss das natürlich mögen. Also wer gar nicht würfeln mag, der braucht sich auch nicht mit dieser Kampagne hier zu befassen. Wer aber schon mal Abenteuerspielbücher durchgespielt hat oder Rollenspiele gespielt hat, der wird sagen, naja, würfeln, dann würfeln wir halt. Und so viel würfeln, ja, muss man tun. Einen D20 braucht ihr, den braucht ihr nicht sehr oft, aber D6er braucht ihr und insbesondere in einem Raumkampf, da braucht es dann auch schon mal mehr. Ich habe mir jetzt hier die D6er aus Haunted Kobayashi Tower genommen. Das sind 9 Stück. Oder 10. Ja, 10 sind es, glaube ich, genau. Und die haben mir sehr geholfen. Insbesondere im Raumkampf muss es nämlich dann auch schon mal dazu kommen, dass man so 15 oder 18 Würfel würfelt, und, weil gleichzeitig auf einen geschossen wird. Und das macht dann schon Eindruck, wenn man da hier so rumklickert. Aber es führt dazu, dass man jetzt relativ gut strukturiert, ist relativ gut erklärt, also ich komme hier sehr gut durch. Der Raumkampf war für mich überhaupt kein Problem von der Abwicklung her. Auch dieser Teil dieser Raumkampftabellen, dieser Gegnertabellen hier, das sieht viel komplizierter aus, als es letztlich ist. Man muss einmal reinkommen. Und das ist mir in diesem heutigen Tag hier auch gelungen, wo ich das Abenteuer durchlebt habe und hat Spaß gemacht. Der Nachteil des Ganzen ist, man muss halt tatsächlich am Anfang doch eine Weile blättern. Detailregeln hier, Detailregeln da. Ich musste ein paar Fragen an Markus schicken, die er mir auch beantwortet hat, die noch nicht in der Regel stehen, aber in seinen Videos teilweise erwähnt sind. Er hat selbst ja ein paar Videos gedreht und veröffentlicht. Wenn euch das interessiert, schaut euch auch diese Videos an, wenn ihr Regeldetailfragen habt. Da hat Markus das sehr gut erklärt, auf der 3D Art Labs, auf dem Kanal von ihm. Und in der Summe hat es also dazu gereicht, dass ich das Spiel heute doch relativ flüssig durchspielen konnte und schwer davon begeistert bin. Der Nachteil dieser Kampagne ist natürlich, dass sie noch läuft, dass man also noch warten muss, bis man das fertige Spiel bekommt. Das soll nämlich erst im Mai 2022 soweit sein, März oder Mai. Ich weiß es gar nicht, wir gucken nach. Ich habe hier die Kampagne, kleinen Moment. Na, nochmal auffrischen. Ob das, ja, 59.967 Euro sind im Moment zusammengekommen, also fast das nächste Stretch-Goal erreicht. Wir gucken mal durch. Die Kampagnenseite könnt ihr euch in Ruhe anschauen.
10.000 wollte Markus haben, hat er natürlich, ich glaube, schon in der ersten Stunde gehabt. Dann gab es mit 15.000 ein weiteres Raumschiff. Man hat hier im Prototypen ist nur eins dabei gewesen. Es wird auf jeden Fall ein zweites geben. Dann gibt es einen Stift und Radiergummi. Dann gibt es Achievements-Stickers. Die sind erreicht worden. Die sind notwendig. Wir gucken nach. Wenn man ein Abenteuer durchgespielt hat, dann kann man schauen, hat man zum Beispiel Level 5 mit mindestens zwei Charakteren erreicht und solche Sachen. Dafür gibt es jetzt Sticker, die man dann einkleben kann. Ich glaube, die sind auch removable, aber das weiß ich nicht. Dann gab es bei 30.000 dann weitere 36 Waffen. Hier sind 36 drin, 36 kommen neu dazu. Bei 35.000 gab es dann nochmal so viele Items. 36 sind hier, 36 neue Items kommen dazu. Also ist alles dabei. Bei 45.000 gab es einen Indexmarker. Das sind dann, ich habe jetzt hier einfache kleine Post-its aus dem Schreibwarenhandel. Sowas in schön hoffentlich dann. Vielleicht auch schon beschriftet. Auf jeden Fall wird es Marker geben, die man sich dann hier oben reinlegen kann, um dann gewisse Stellen wiederzufinden. Dann gab es neue Artwork-Prints, dann gibt es eine neue Alien-Rasse. Wir sind 5 Rassen, gibt es hier in Prototypen schon, mit jeweils 6 Schwierigkeitsgraden und bei jedem Schwierigkeitsgrad jeweils auch 2 Feindkarten, sodass man theoretisch, man kämpft maximal gegen 4 Gegner, man kann also bis zu 4 Gegner verschiedener Level kämpfen, aber theoretisch eben auch 2 des gleichen Levels. Jetzt bei 60.000, das ist das nächste Stretch-Goal, wird es geben, Stable and Foldable Quick Sheets, das sind die Sheets für die Multiplayer-Ausstattung. Denn das Spiel hat, das habe ich im Preview ja auch gesagt, einen asymmetrischen Multiplayer. Der eine Spieler spielt immer die Crew, und zwar die komplette Crew. Der zweite Spieler spielt Maskottchen, der dritte Spieler spielt eine angeschlagene künstliche Intelligenz und der vierte Spieler spielt eine Feindmacht, eine Nemesis. Dafür wird es dann nicht die losen Blätter, die angedacht waren, die dabei liegen, für die jeweiligen Spieler geben, sondern da wird es etwas stabilere Sheets geben. Die werden etwas fester werden, auch die Ausklappen. Das sind die Stable Multiplier Sheets, genau. Bei 60.000 gibt es die Foldable Quick Sheets, dann sind das wahrscheinlich diese hier, die dann etwas stabiler werden. Bei 80.000 wird es hoffentlich dann nochmal neue Helden geben. Bei 90.000 soll es dann einen holographischen Aufdruck hier vorne auf dem Frontcover geben. Und den Soundtrack, den es bei der Deluxe Edition und aufwärts gibt oder auch als Add-on, der soll dann auch nochmal mehr werden, wenn 100.000 Euro erreicht werden. Ja, das ist Space Kraken. Ich werde auf jeden Fall in den nächsten Tagen nochmal eine neue Kampagne starten. Das hat mir doch schon sehr viel Spaß gemacht, das Ganze. Und das Artwork hier, hier seht ihr übrigens, da muss ich leider tatsächlich sagen, das ist einer der Nachteile der Spiele. Wenn man ausschneidet und viel blättert, dann hat man solche kleinen Kärtchen. Und obwohl das Papier des Prototypen auch schon ein gutes ist, es kommen Knicke rein und die bleiben. Die lassen sich aus Papier ja nicht mehr rausholen. Und da muss man mit leben können. Das ist ein Spielebuch nicht für Sammler. Für Sammler gibt es das Artwork-Book und auch andere Bücher noch. Da gibt es Kompendien und so weiter in der Kampagne. Müsst ihr euch anschauen, was es an Add-ons alles gibt. Gibt es eine Menge. Aber das hier ist ein Spielebuch. Von mir wird es gespielt. Von mir wird es also gespielt auch aussehen. Von mir werden Radierspuren dabei sein. Von mir werden Bleistiftreste da sein und Knicke von den ganzen Blättern. Das wird mein Buch haben, also nicht nur der Prototyp, sondern auch das, was ich jetzt gebackt habe. Ich bin also eingestiegen, muss ich gestehen. Und das macht mir sehr viel Spaß. Ich werde eine neue Kampagne starten in den nächsten Tagen. Und vielleicht habe ich dann auch noch während der Kampagnenlaufzeit, ihr habt jetzt noch 19 Tage Zeit, euch das anzuschauen und euch zu entscheiden, vielleicht habe ich dann auch während der Kampagne Zeit, nochmal ein Video zu drehen, wenn ich die Kampagne auch beende. Und ich hoffe, dass ich sie diesmal etwas besser beenden kann als jetzt, während der ersten Mal. Ich muss mal schauen, ob ich eine andere Strategie fahren werde. Mir ist aufgefallen beim Durchspielen des Prototypen, ich glaube, dass es sinnvoll sein kann, am Anfang auf erstens Nahkampf und zweitens Schilde und Panzerung zu gehen, was Raumschiffausstattung angeht und auch was eben die Bewaffnung der Helden angeht. Denn Nahkampfwaffen scheinen in den ersten Phasen, die ich jetzt so durchlebt habe, hilfreicher zu sein als die Fernkampfwaffen. Aber das kann bei der nächsten Kampagne schon wieder ganz anders aussehen. Ich werde davon berichten. Ihr merkt, ich bin schwer begeistert davon. Mir macht es Spaß.
Und ich werde mir die Zeit nehmen, auch nochmal durchzujagen und zu schauen, was dabei dann passiert und euch davon dann auch wieder berichten. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Kommentare, Likes, Abos gerne unten lassen. Und wenn es euch Spaß gemacht hat, schaut euch die Kampagne bei Markus an. Markus ist sehr aktiv. Ich muss das nochmal hervorheben, Markus. Der macht das so richtig klasse, dass er die ganzen Fragen, die auftauchen, in den Kommentaren beantwortet, auf Facebook beantwortet, seine YouTube-Videos ausbaut, weil er einzelne Elemente dann nochmal vorstellt und zeigt. Also wer sich für die Kampagne interessiert, Markus hängt da voll drin. Ihr braucht nur zu fragen und ihr bekommt innerhalb weniger Stunden Antworten. Ich weiß nicht, wann Markus Schlaf findet. Ich hoffe, er findet noch genug. Aber ich denke, da wird er 19 Tage jetzt noch durchziehen müssen und dann erstmal für ein paar Tage ins Bett fallen, was da im Moment an Mailverkehr bei ihm rauspurzelt und dann Antworten in den Kommentaren. Das ist schon eine immense Menge und alles beantwortet er. Das ist toll. Da steht Markus wirklich voll hinter. Schaut es euch an. Ich kann es nur empfehlen, es euch anzuschauen. Es ist natürlich nicht für jeden was. Natürlich, klar. Aber es ist eure Entscheidung. Meine Empfehlung hat das Spiel. Egal, was das wert sein mag. Und wir sehen uns aber in der nächsten Runde. Bis dahin, bleibt gesund, euer Spartakus.